Einen wunderschönen guten Tag hier von uns, von der Amazon-Bühne. Wir haben heute das große Vergnügen, euch hier Breakaway ein wenig näher zu bringen. Das erste echte Game von Amazon Gaming. Mein Name ist Matthias Link und ich habe heute einen Kommurator an meiner Seite. Einen besseren könnte ich gar nicht kriegen. Fabi, ich grüße dich. Vielen Dank, Matthias. Ich freue mich auch, mit dir zusammen hier Breakaway präsentieren zu können. Genau, was ist Breakaway? Im Endeffekt, ihr kennt es ja aus dem Sport, man hat einen Ball, man versucht ihn ins gegnerische Tor zu befördern. Das wäre so der Sportaspekt von dem Ganzen, aber das ist ja noch nicht alles. Nein, natürlich, Breakaway hat viele Facetten. Wir haben strategische Tiefe, wir haben actiongeladene Kämpfe. Also ihr könnt auch gerne eure Gegner auf die Mütze hauen und wenn ihr das schafft, da das ganze Team sogar auszuschalten, dann wird das genauso belohnt wie der sportliche Aspekt. Und genau. Dazu kommen wir gleich noch. Und wenn ihr das Ganze mal selber ausprobieren möchtet, habt ihr natürlich heute hier am Stand die Gelegenheit. Wir haben mehrere Deno-Stationen hier um uns herum aufgebaut. Da könnt ihr spielen, da könnt ihr euch ausprobieren. Wir haben Coaches hinten, die euch das Ganze ein bisschen näher bringen. Wenn ihr sagt, ich zock lieber vom heimischen Sessel aus, gar kein Ding, meldet euch bei playbreakaway.com an und nehmt an der Alpha teil. Dann bekommt ihr auch die ganzen Daten dazu zugeschickt, könnt das ausprobieren, ganz in Ruhe, ganz chillaxed. Hier ist aber heute die Action im Vordergrund. Wir wollen euch ein bisschen das E-Sports-Feeling auch ein bisschen rüberbringen. Deswegen sind wir ja auch hier. Ne? Ansonsten könnt ihr, wenn ihr euch da hinten qualifiziert habt, hier bei uns auf der Bühne dann auch teilnehmen an einem kleinen sozusagen inoffiziellen Turnier. Könnt Alpha Keys gewinnen und dann sehen wir mal, wie wir hier heute die beiden Teams durch das Spiel bringen. Ja, fangen wir damit an. Also wir werden jetzt die Teams vorstellen. Wir haben ein Team Blau und da haben wir als ersten Spieler heute Usual Suspect mit dem Warrior Galleon. Da ist er schon. Wir sehen ihn auf der Bühne. Er ist sehr confident. Ja, was können wir über Galleon sagen? Ist ein Support-Tank. Das kann sehr viel. Das ist eine CC-Maschine. Er kann so Jack-of-all-Trades. Ja, super, kann heilen. Wir haben auf der zweiten Position Seamstar und mit dem Charakter Xiaomi. Oh, ist ganz schon ein bisschen schnell. Xiaomi ist eine Assassinin, kann viel Schaden austeilen, schnell, muss ein bisschen aufs eigene Leben achten. Auf der dritten Position haben wir Area of Defect mit Jera. Jera ist sehr, sehr schadenorientiert, schnell und kann sich auch mal ein bisschen unsichtbar machen, so ein bisschen aus der gegnerischen Zone ziehen und da kann man viel Spaß mit haben. Sehr aggressives Team bis jetzt. Und auf der vierten Position haben wir Cluckers mit Torgrim. Das ist eine sehr gute Wahl, dass wir Torgrim noch mit diesem aggressiven Team dazu haben. Ein Tank, ansonsten wäre das, glaube ich, ein bisschen zu aggressiv geworden, oder? Genau, aber was wäre das blaue Team, wenn es nicht ein Gegnerteam hätte? Und zwar das rote Team, hier angeführt mit dem ersten Spieler, dem Nether auf Xiaomi. Ja, auch hier auf Xiaomi, wie gesagt, aggressive Schurkenfähigkeiten. Genau, ein Assassine sollte immer dabei sein. Der zweite Spieler wäre dann Mega Funcraft auf Kyra. Er wird sein Team ordentlich von hinten unterstützen, denn Kyra ist, wie wir wissen, eine Schütze. Genau, ein Range-Charakter, ein bisschen Schaden von hinten, muss ich ein bisschen aber auch aus dem Pulk rauslassen. Richtig, aber für den Pulk haben wir hier Funnirail. Ich hoffe, das ist richtig gesprochen, um Gottes Willen. Er wird sich nämlich ins Getümmel stürzen mit Argus. Argus, so der klassische Krieger, zwei Schwerter, alles zerschlitzen. Schnelle Angriffe in der Frontline. Genau. Auf der vierten Position haben wir hier Edroth. Er spielt Galleon, haben wir vorhin schon gesagt, ist so ein bisschen Tank-Support, CC-Maschine. Wichtig, um, wenn man ihn gut zusammenspielt mit dem Team, dann kann das was werden. Aber für die Teams haben wir natürlich auch noch zwei Coaches am Start. Richtig, ich glaube, fürs blaue Team, wenn ich es hier richtig sehe, ist das jetzt der Tobias. Hallo Tobias. Und unsere Coaches sind heute den ganzen Tag über da und messen sich natürlich auch. Genau, und für das rote Team ist das der Robin. Robin, pass auf, nicht, dass deine Ärmel platzen. Ah, da sehen wir sehen ein bisschen, die beiden sind auch schon in Konkurrenz und... ja, was können wir natürlich jetzt, was werden die jetzt wohl ihren Teams noch mitgeben? Genau, also im Endeffekt, sie haben ja von hinten in den Demostationen schon erklärt bekommen, so einigermaßen, wie das Spiel funktioniert, wie das Ganze zu handeln ist. Man muss zusammenstehen, man muss
zusammen die ganzen Taktiken durchführen. Man muss die Buildables richtig setzen. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Aspekte, die in diesem Spiel zu beachten sind. Und dafür sind die Coaches natürlich gut, sie im Hinterrücks zu haben, um sich nochmal ein kleines Backup zu holen, falls da irgendwas schief geht. So, und dann schauen wir mal, ob die Teams jetzt demnächst auch bereit sind. Hier wird es nochmal durch die Linien sozusagen geschwenkt. Und hier sehen wir jetzt auch schon das Feld. Das Relic hier in der Mitte, darum wird es sich heute drehen. Das ist der kleine güldene Ball. Mit diesem könnt ihr Punkte erzielen, entweder indem ihr das Ganze in das gegnerische Tor verfrachtet oder es in den letzten Sekunden in der Spielfeldhälfte des Gegners haltet. Wenn ihr auf diese beiden Optionen nicht möchtet, geht ihr noch auf den Action-Partner. Ja, wir sehen jetzt schon, in der Mitte geht direkt das Clash of Clans los. Ricky ist hin und her. Wir brauchen hier... keiner wird sich verstecken. Wir haben eine relativ kleine Map, in dem Fall, also klein in dem Fall, als sie ist übersichtlich. Man kann von dem einen Endzone bis zum anderen gucken. Da haben wir auch schon den ersten Kill auf Seiten des roten Teams. Aber die Konter hier gleich mit einem Gegenkill sozusagen. Man muss hier aufpassen, diese Ecken und Verwinkelungen durch die Plattform, die sich in der Mitte befinden. Hier wird jetzt von dem roten Team auch schon der rote Kristall gemacht. Der rote Kristall bufft das Team im Angriff um 30%. Das ist natürlich enorm und kann einen großen Vorteil bringen. Genau, die sind jetzt 45 Sekunden, die diesen Buff haben und können dafür im Grunde ausfüllen. Man kann sich auch gleichzeitig noch den Health Buff auf der anderen Seite holen. Das wären 30% Leben. Richtig, wie wir jetzt hier sehen, da haben wir ein Trampolin, eine Balliste und ein Tempel, der einen Laser verstärkt. Das sind diese Buildings und die Buildables. Das sind Verteidigungsanlagen oder Objekte, die dem Team natürlich helfen, das Spiel ein bisschen weiter für sich nach vorne zu bringen oder eine Defensivposition aufzubauen. Ja, da jeder Charakter da seine eigenes hat, bestimmt auch da die Teamzusammenstellung schon, was man damit machen kann. Oh, jetzt wird's knapp für das blaue Team. Hier sind jetzt drei down. Gut, dass hier ein Charakter wieder respawnt. Thorgrim ist jetzt auch wieder auf dem Weg in die Mitte, um sein Team zu unterstützen. Das hätte ganz knapp zum Team-Wipeout führen können. Am Anfang sehen wir halt noch die kurzen Respawn-Zeiten, die natürlich über die Dauer des Spiels und je häufiger man stirbt, dann immer höher werden. Und damit wird dann auch der Team-Wipe immer wahrscheinlicher. Genau, man versucht jetzt hier übers Passspiel ein bisschen nach vorne zu gehen. Argus befindet sich jetzt hier ziemlich weit im feindlichen Land. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Aber sein Team backt ab jetzt, das Relic wieder nach hinten spielt. Und man muss sich wieder zurückziehen, da man low im Health ist. Da sollte man nicht zu lange overstayen. Ja, wir sehen, kommt davon raus. Hier geht Argus jetzt down. Das war abzuwarten, aber auch ein Kill auf Seiten des blauen Teams. Hier jetzt zwei Kills auf Seiten des roten Teams. Da muss man muss immer achten, wo man sich positioniert. Und man muss vor allen Dingen auch aufpassen, was seine Mitspieler machen. Weil ohne die geht das ganz schnell mal nach hinten los. Also der Teamaspekt, den darf man hier wirklich nicht außer Acht lassen. Einzeln wird es schwer. Natürlich kann man einzeln Plays machen, aber gewinnen tut man zusammen. Genau, hier ist jetzt auch der rote Buff wieder gespawnt. Den könnte man sich wiederholen. Oh, hier schön die Wand abgewehrt von Thorgrim, die er gerade stellen wollte, um das Team aufzuhalten. Na, blau ist in doppelter Unterzahl. Da werden wir sehen, ob Rot das jetzt irgendwie für sich nutzen kann. Genau, Argus jetzt hier auf dem Vormarsch, hat hier den Dash genutzt, wirft den Ball weit nach vorne. Oh, jetzt wird er gebackupt. Und den wieder, und er ist gut. Wunderschön gemacht. Da haben wir es gesehen. Also er hat sich den Ball selber vorgelegt oder das Relic selber vorgelegt. Er hatte erst gedacht, er wäre vorbei. Und dann holt er sich wieder zurück und kann dann auch sauber abschließen. Genau reingetroffen. Denn es ist alles skillbasiert. Er könnte auch drüber werfen. Man kann auch zu kurz werfen. Das war also ein guter Abschluss. Genau. Hier sehen wir jetzt auf der linken und rechten Seite solche Fenster. Die Teams können sich natürlich auch mit Items ausstatten, die ihre bestimmte Strategie noch ein bisschen weiter genau, durch ihr Kills verdienen sie Gold oder durch überhaupt das Spielen. Und damit können sie wieder ausgeben. Wir sehen, dass sie dann Angriff dazu bekommen können. Sie können Verteidigung dazu bekommen. Alles das, was man möchte. Jeder kann seinen Spielstil genau dort definieren. Okay, jetzt wieder ein großes Geclash in der Mitte. Kyra hier von hinten, die ordentlich Schaden verteilt. Da muss man natürlich aufpassen, wenn man die zu lange alleine stehen lässt, dann kommt ganz schnell mal ein Assassin und schlitzt ihr so ein bisschen den Körper auf. Ja, und wenn ihr da so ein bisschen den Überblick verliert, dann habt ihr auf der rechten Seite auch diese Minimap und da seht ihr zum Beispiel in der roten Basis ganz viele Kreuze. Diese Kreuze sind die Verteidigungsanlagen. Das heißt, da kann man schon sehen, da hat das Team verstanden, wie sie ihre Basis schützen können. Genau, Rot macht das hier eigentlich ganz geschickt. Geht immer zusammen nach vorne, hat jetzt aber hier zwei Kills kassieren müssen und versucht natürlich hier ein bisschen zu stallen, bis der Rest aus dem Team wieder zurück ist. Je weiter sich der Kampf in die gegnerische Endzone verlagert, desto mehr ist das verteidigende Team im Vorteil, weil sie sich zum Beispiel in der eigenen Basis wieder heilen. Genau, hier, das sieht schon fast aus. Oh, sehr guter Lauf. Wie so ein Breakaway. Das könnte zu einem Punkt führen. Kommt alleine durch und er wird sehr schön gesehen, an der Seite entlang gegangen.
konnte hier von Kyron nicht mehr aufgehalten, hat es gedodged wie eine Ballerina, tänzelt sie sich da durch, springt sogar noch über die Rolle und landet den Punkt. Also wirklich sehr solide, ich habe selten jemanden so durchlaufen sehen, das war wirklich beeindruckend. Also das war elegant, also Fabi, wenn ich mal so viel Eleganz von dir sehen würde, ja. Ah, gut, ich übe dran. Auf jeden Fall werden jetzt hier erstmal wieder Items gekauft. Was meinst du, in welche Richtung geht hier die Strategie? Ja, also man sieht noch ein bisschen, das würde ich jetzt noch mal ein bisschen auf den neuen Charakter der Spieler hier schicken, dass sie sich diesen Ausbruch ausprobieren wollen. Sie haben sich auch mehrere Sachen festgelegt. Wir haben bei Spielern später gesehen, dass man sehr auf Einzelne sich erstmal fokussieren, um die höheren Stufen zu erreichen. Genau, oh, hier ist schon wieder erster Kill auf Seiten des blauen Teams. Die Roten haben sich hier ganz schön eingeigelt. Oh, doppelter Kill, fast dreifacher Kill schon beim Blauen. Wir sehen. Das kann am Anfang noch nicht so schnell zu einem Team-Wipeout führen. Aber das rote Team stürmt jetzt hier nach vorne, hat natürlich die Powerplay-Situation. Man versucht das Ganze natürlich immer so zu nutzen, aber die Blauen respawnen. Die Roten sehr aggressiv. Wir sehen, wie wir schon wieder eindauern. Also noch kommen die Respawns, aber das kann nicht mehr lange so gut gehen. Genau, die Vorgriffswand steht hier auch sehr gut im Weg, damit Kyra dann nicht unbedingt so viel Schaden drin verteilen kann. Argus jetzt hier wieder alleine auf dem Vormarsch. Aber das blaue Team reißt sich hier nochmal zusammen und hält das Ganze auf. Ja, jetzt seht ihr zum Beispiel, wie das Team das Relic verloren hat. Und falls ihr euch gefragt habt, oh, wenn ich getroffen werde und das Relic verliere, habe ich doch nie eine Chance, irgendwie damit durchzulaufen. Aber ihr seht auch diese Bubble, das ist ein Shield. Und unter der Zeit könnt ihr sehen, wie hoch euer Schild gerade ist. Das lädt sich wieder auf und wenn ihr getroffen werdet, könnt ihr teilweise bis zu 3 oder 4 Hits einstecken. Aber wenn ihr ohne Schild loslauft, dann verliert ihr auch sofort das Relic. Genau, Vorgrim hat den Fight jetzt hier auf die linke Seite gezogen. Argus hat jetzt auch wieder das Zeichen gesegnet, respawnt jetzt aus der Base. Hier auf der Map muss man auch ein wenig aufpassen, denn es hat viele Klippen und Kanten, wo man auch gerne mal runterfallen kann. Und das zählt dann natürlich als Kill und erhöht den Death Counter. Das kann sehr schnell böse enden. Man würde gerne natürlich, man würde gerne am Rand entlang oder so, aber es birgt auch seine Gefahren. Genau, gerade da die Tanks auch sehr viel CC dabei haben oder Thorim gerade mit dem Hammer versuchen kann, dich von der Klippe zu schmeißen. Hier jetzt auch eine sehr gefährliche Situation. Aber das rote Team zieht sich erstmal wieder zurück. Man hat jetzt gemerkt, okay, wir sind in der Unterzahl. Hier wird jetzt auf der hinteren Seite der grüne Buff gemacht. Der grüne Buff versorgt einen mit mehr Leben. 30% mehr Leben für 45 Sekunden. Und danach dauert 20 Sekunden, bis er wieder respawnt. Dann kann sich auch andere Teams wiederholen. Man kann auch beide Buffs gleichzeitig haben. Genau, das ist natürlich auch sehr gut für das rote Team, damit sie länger im Kampf bleiben, damit sie länger hinten bleiben können. Oh, rot nicht fährt durch. Hier jetzt ein schöner Breakaway von Argus. Er versucht jetzt die Mauer vorbei. Da steht noch die Mauer. Können Sie die umspielen? Ja, das sieht ziemlich gut aus. Wunderschön gemacht. Hier einfach um die Mauer drumherum gespielt. Sehr schön gedodged und vor allen Dingen gutes Backup hier von dem Teamkollegen. Da ist die Frage, hat die Mauer Ihnen mehr geholfen oder mehr geschadet? Ja, das ist immer die Frage. Das können wir im Endeffekt nur sehen. Im Ende, ob es gewonnen wird, das Spiel, oder nicht. Ein schönes 2:1, die Führung jetzt für Team Rot. Allerdings Blau braucht keinen Fall den Kopf in den Sand stecken. Denn das ist kein Problem, das alles noch aufzuholen. Jetzt hat man wieder die Möglichkeit, ein bisschen zu adaptieren. Wir sehen auf der rechten Seite viele Vierer-Skills. Sie haben sich ja so ein bisschen zu Herzen genommen. Und damit gesprungen aus der Basis heraus und sofort geht's los. Genau, das blaue Team hat sich hier nicht wirklich fokussiert. Leber von allem ein bisschen was. Hier wird der Ball jetzt weit nach hinten gespielt. Man spielt hier auch sehr gut mit dem Shooter. Der Shooter sitzt immer so ein bisschen neben dem Relic, überwacht das Ganze, schießt ordentlich rein, macht ordentlich Druck und Damage. Und Argus versucht hier dann immer auf der Seite links oder rechts vorbeizugehen und die Mauern ein wenig für sich zu nutzen. Ja, Argus hat natürlich auch als seine spezielle Fähigkeit, baut er nichts irgendwie, was im Weg steht, wie jetzt zum Beispiel Thorgrim mit der Mauer, sondern er hat das Abrissunternehmen für sich gebucht. Und da sehen wir natürlich, im Team Blau ist kein Argus und Volko hat im Team Rot auch sehr viel da rumstehen. Genau, hier wird jetzt erstmal versucht, in der Mitte so ein bisschen die Situation zu fassen. Der Ball geht immer mal wieder hin und her, so richtig durchbrechen kann man nicht. Aber das rote Team ist hier sehr, sehr low in health. Ist natürlich auch dementsprechend gut, dass sie einen Galleon dabei haben, Rot kommt, der das Ganze ein bisschen entschärfen kann mit seinen Heals. Ja, wir sehen jetzt hier schon so taktische oder strategische Aufbauten. Wir sehen das Trampolin hinter der Mauer und damit kann man aus der Basis raus, aber nicht in die Basis rein. Ja, genau, hier jetzt schön die Lücke gesehen, außen rumgegangen vom Galleon. Aber da fehlt ihm so ein bisschen das Team. Jetzt müssen sie aufpassen, sie sind in Unterzahl und Galleon ist sehr, sehr low in health. Man könnte jetzt hier für den Teamwipe gehen. Sehr schön gepasst,
Jetzt versucht er über die Seite von Rennick. Jetzt muss er nur noch werfen. Aber da wird er aufgehalten und kassiert leider auch den Kill. Oh, das wäre natürlich eine Mega-Aktion gewesen, mit so wenig Leben noch da durchzubrechen und das Spiel alleine zu entscheiden. Genau, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und das ist hier im Endeffekt auch immer eine gute Möglichkeit, safe zu gehen. Also mal sehen, Rot versucht sehr gut mit das Relic-Play. Blau ist da ein bisschen mehr noch in der Defensive und versucht vielleicht jetzt zu kontern. Genau, Xiaomi hat jetzt mit dem Ball versucht, da auf der rechten Seite ein bisschen den Ball wieder in die Mitte zu spielen, für ihr Team ein wenig mehr Zeit rauszuholen. Jetzt Galleon wieder auf dem Vormarsch, hat den Ball, gibt ihn ein wenig auf die linke Seite der Map. Argus nimmt ihm das Ganze aber wieder ab. Jetzt versucht er hier mit dem Building zu spielen, sehr low and health, und da geht er leider auch schon down. Das Team muss sich hier ein wenig mehr fassen. Ich weiß nicht so ganz, was die Porters hier für eine Intention haben. Na, ich meine, natürlich, man versucht, es ist ein sehr intensiver Kampf, weil die Spielzeiten ausgeglichen sind. Dadurch es setzt sich keiner ab, sondern wir sehen ein Vor und Zurück. Und eigentlich so wollen wir Breakaways ständig sehen. Genau, oh, hier Galleon im Alleingang wieder gewesen, auch wieder down gegangen. Hier jetzt auf der rechten Seite wird versucht, mit dem Ball durchzugehen. Aber ja, das macht sie ganz geschickt. Sie hat gesehen, oh gut, da bin ich fast schon am Abkratzen, jetzt muss ich zurück. Jetzt stürmt Rot auf die blaue Nasenbahn zu. Andersherum muss man immer sagen, wie gesagt, die Rote sieht sehr zugemauert aus. Da habe ich jetzt Blau schon länger nicht mehr gesehen, dass die zumindest in die Nähe gekommen sind. Genau, Argus versucht jetzt hier die Lücke zu nutzen. Wunderbar! Also Argus hat ja ein wunderbares Auge für Opportunities, für Gelegenheiten. Also im Hallenfußball hat er immer gesagt, er hat die Bande perfekt genutzt. Er hat sich wirklich da den Sprelling durch die Lücke gespielt. Kommt, stürmt hinterher, es können die anderen eigentlich gar nicht seitlich vorbei, sondern er hat wirklich die einzelne Lücke genutzt und ja, holt für sein Team das Sieg, den Sieg raus, und damit ist Rot hier auch der verdiente Sieger. Genau, das könnte natürlich auch daran gelegen haben, dass sie sich auf eine klare Taktik, ich sag mal, spezialisiert haben. Hier sehen wir jetzt dann auch nochmal. Ja, wir haben Argus als beste Spieler jetzt gesehen, 3 Relic-Scores. Ich meine, da haben wir gesehen, dass das Relic-Spiel scheint ihm zu liegen und hat sich da auch wohl die richtigen Items dafür besorgt, damit er so gut durchkam. Richtig, das haben beide Teams sehr, sehr, sehr schön gemacht. Wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit, hier noch ein bisschen in die Analyse zu gehen. Wir werden aber erstmal warten, bis die Teams sich hier gefunden haben. Wir sehen jetzt hier nochmal, es wird hier von den Coaches vielleicht nochmal so ein kleiner Tipp mit auf den Weg gegeben. Das, ja, ich sage, wenn ihr jetzt natürlich Lust bekommen habt, dann würde ich natürlich euch auf unsere Demo-Areas hier am Stand verweisen. Richtig, aber falls ihr dafür heute keine Zeit habt, weil ihr denkt, ihr müsst hier die ganze Messe alles mitnehmen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, gar kein Problem, geht einfach auf playbreakaway.com, meldet euch für die Alpha an und dann probiert ihr das Ganze ganz gechillt von zu Hause raus. Ansonsten haben wir 2 Demo-Stationen, geht dahin, lasst euch von den Coaches ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Dann, wenn ihr dort siegreich seid, kommt ihr ja bei uns auf die Bühne und dann könnt ihr hier performen und zeigen, was ihr richtig drauf habt. Ja, dann freuen wir uns, wenn wir euch gleich sehen. Genau. Wir machen aber erstmal ein kurzes Päuschen. Und sind aber gleich wieder da. Und sind dann aber gleich wieder da.